Heute grillen wir Käsetaler, Brat- und Grilltaler mit Gouda oder mit Käsetomate Basilikum. Ja, die probieren wir aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Grill und Brat oder andersrum Taler mit Gouda oder Käsetomate Mozzarella. Ja, zwei Käsealternativen, die hier drin sind. Oder Käsealternativen. Es ist Käse, es ist keine Alternative, es ist ein Käsetaler. Ein vegetarischer Snack. Für eine Pfanne oder für den Grill bin ich sofort dabei. Bei Käse kriegt man nicht. Ich liebe Käse. Und die Marke hatte ich mir mitgenommen, die ich beim Einkaufen entdeckt hatte. Man schlendert ja durch Regale. Manchmal stehst du so von Produkten bei mir auch. Und dann denkst du, habe ich das schon mal getestet? Kenne ich das? Lohnt sich das mitzunehmen? Es ist so ein Produkt, wo ich jetzt im ersten Mal von der Optik rein sagen würde, ja, vielleicht. Kommt von Penny. Wer steckt aber dahinter? Heinrichsthaler. Heinrichsthaler haben wir erst vor kurzem mal getestet. Hier oben ist mal die Verlinkung. Da haben wir diese geilen Grillwürstchen getestet, diese Käsegrillwürstchen, die es leider aber auch nur aktionsmäßig gab. Und die hier stehen bei Rewe, oder bei Penny besser gesagt, im Standardsortiment. Und da dachte ich mir, geil, die nehme ich mit. Weil wenn das so ähnlich sind wie die Bratwürstchen, können es ganz schön geil sein. Und ich hoffe, es kann auch wirklich was. Ja, es gibt also zwei Versionen. Gouda und halt diese mit Gewürzen noch drin und Tomate. Ist ohne Gentechnik. Wird hier nochmal darauf hingewiesen. Kann ich die einfach hier rausziehen? Ich habe die schon ein bisschen zu eingebaut. Sonst hätte ich euch mal gerne die Packung einfach rausgezogen. Aber ich kriege die jetzt gerade nicht raus, weil ich die schon zu fest verbaut habe. Man sieht also hier diese Käsetaler. Da sind, wie gesagt, auf jeder Seite zwei Stück drin. Also habt ihr insgesamt vier, sind aber getrennt. Könnt also nur eine Seite öffnen. Und hier seht ihr mal Tomate Mozzarella. Tomate Mozzarella. Tomate Basilikum mit Käse. Das ist manchmal diese Angewohnheit. Käse und Tomaten landet meist dann am Ende bei Tomate Mozzarella. Wir gucken mal auf die Zutaten und Nährwerte. Der Brat- und Grilltaler mit Gouda ist also aus 36% Gouda, dann 36% Schnittkäse mit Sahne, Wasser, Hühnereiweißpulver, Eier leider aus Bodenhaltung. Hätte ich Freilandhaltung ganz cool gefunden, aber es ist immer noch ein Discounter-Produkt, da sind natürlich die Preise dementsprechend auch ein bisschen niedriger. 299 Kalorien und 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Pro Portion sind es nur 70 Gramm. Ja, könnt ihr in der Pfanne machen. Entweder 5 Minuten von beiden Seiten schön goldgelb braten, also 5 Minuten wirklich insgesamt, oder auf dem Grill 2-3 Minuten goldbraun. Mal gucken. Ich habe den Grill noch nicht an, er steht ja bereit. Ich muss ihn jetzt schon mal anheizen. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Tomate-Mozzarella-Version. Gewöhnt euch dran, ihr wisst, was ich meine. Grilltaler mit Käse, Tomate, Basilikum, mit Schnittkäse, Sahne, Wasser, Hühnereiweißpulver. Dann ist noch ein bisschen Stärke drin. Tomate mit 0,3%, Basilikum mit 0,2%, Schnittlauch, Petersilie, Pfeffer, Bärlauch. Auch Eier aus Bodenhaltung. Klingt aber an sich ganz schön gut. Also es könnte natürlich von allen mehr sein, aber es ist leicht gefärbt. Man sieht die Sachen auch. Aber auch, dass ein bisschen Bärlauch drin ist, finde ich ganz schön. Auch 299 Kalorien, 20 Gramm Eiweiß, ebenfalls 70 Gramm in der Portionsgröße. Ich schmeiße den Grill jetzt mal an und dann bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert. Muss ich die vielleicht einpinseln vorher? Bitte beim Anbraten nicht achten, dass sie zu dunkel werden. Nö, die kann ich einfach so drauflegen. Bitte beachten Sie, der Grill- und Käsetaler nicht in der Zubereitung der Mikrowelle oder Fritteuse geeignet. Also auch für euch. Wir gucken mal. Ich schmeiße den Grill jetzt an. Der muss jetzt erstmal vorheizen und dann seht ihr gleich das fertige Ergebnis. Vielleicht auch einmal ganz kurz eine Szene vom Grill und dann, wie es schmeckt. Darum bis. Ja, ihr Lieben, und wie ihr seht, lassen sich auch gut grillen, kriegen auch richtige Grillstreifen, lösen sich auch ab. Man muss sie nicht vorher einölen oder sonstiges. Ja, ich lasse sie noch eine Minute drauf und dann schauen wir mal, wie sie fertig aussehen und wenn wir sie aufschneiden. Ja, und hier sind sie jetzt frisch vom Grill und die kriegen wirklich gute Streifen, laufen auch nicht aus. Hier seht ihr ihn auch mal von innen, den Käse. Also, wenn man das. Grillkäsetaler. Ist auch relativ weich, also man kann das auch gut drücken. Und dann haben wir hier die Version mit Tomate Mozzarella. Die sieht natürlich dunkler gebräunt aus, aber die hat schon eine Grundfarbe, die so tief ist. Und wenn wir uns den angucken, der sieht von innen so ein bisschen trockener eigentlich aus, ist aber auch mega soft. Ja, und ich bin jetzt gespannt, was es kann. Wir probieren jetzt auf jeden Fall beide mal aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und da sind wir wieder. Ja, frisch vom Grill. Hat wunderbar funktioniert. Also ist nicht festgeklebt oder sonstiges. Ging wunderbar ab. Brauchst du also wirklich nicht einölen, nur den Grill ganz leicht einölen. Das ist ja so ein Standardding, das sollte man eh machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es kann. Das ist also der normale Gouda-Käsetaler. Aber der ist wirklich schön soft, den kann ich wunderbar drücken. Riecht auch gut. Und der ist außen kross. Innen ist er weich, quietscht aber nicht so wie ein Halloumi, hat aber einen schönen Geschmack.
Den könnte man, glaube ich, auch gut auf den Burger legen. Aber der ist lecker. Schmeckt nochmal anders als die Heinrichsthaler Würstchen. Die hat nochmal einen leicht anderen Geschmack. Aber der ist lecker. Schmeckt halt wirklich nach schön gerösteten Käse, außen kross, innen weich. Zutaten passen. Ja, Eier aus Freilandhaltung wären vielleicht noch ganz schön, aber sonst kann man machen, würde ich mir wieder kaufen bei Penny. Also den kann man wirklich 5 von 5 Punkte geben. Die sind wirklich lecker. Ein leckerer Käse, Taler, Grilltaler. Da hat man schon weitaus schlechtere gegessen von Markenherstellern. Okay, hier ist auch eine große Marke hinter, aber es gibt ja einige, die was mit diesem Grillkäse machen und der ist wirklich gut. Lässt sich gut zubereiten, geht schnell, ohne dieses Fännchen noch oben drum rum und mit Alu und wo du noch was wegtun musst. Mal schauen. Und jetzt probieren wir mal das weitere. Also das mit Tomate und Basilikum. Auch super. Toller Geschmack. Schmeckt schön in den Signer Tomate. Hast eine leichte Basilikumnote. Im Bahn wird die auch direkt, wenn du nervös. Auch sonst, außen kross, innen weich. Heute einen kleinen Tick zu salzig. Das war bei anderen Versionen nicht so. Aber auch lecker, schmeckt mit den Gewürzen zusammen. Barney schmeckt es auch. Also auch eine leckere Version. Ich finde ihn einen kleinen Tick zu salzig. Wie ist der Salzgehalt hier anders? Ich muss gerade mal selber drauf gucken. 1,3, nee, ist eigentlich der gleiche. Schmeckt nur ein bisschen salziger. Wie gesagt, schmeckt mir einen kleinen Ticken salziger. Ich finde die andere Version besser gelungen, die neutralere. Aber kann man auf jeden Fall auch machen. Kriegt von mir 4,5 von 5. Also beide lecker, findet ihr bei Penny im Supermarkt ganz normal in der Kühlung. Weil der Grillparty draufsteht, glaube ich nicht, dass es das ganzjährig geben wird. Aber wenn es in der Grillsaison gibt, weiß ich, dass ich mir das auf jeden Fall wieder kaufen würde. Und jetzt kann ich nur sagen, danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt, ob ihr es schon mal probiert habt, ob ihr sie probieren werdet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein leckeres Produkt. Ich kaufe es mir auf jeden Fall nochmal. Und euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns bis nächste Mal. Ciao. Euer Bob.